Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Part von Pflanzen gegen Zombies 2. Ja, als erstes mal eine Entschuldigung, dass vorgestern ein Part ausgefallen ist, dass da keiner kam. Aber ich denke zumindest die Let's Player unter euch kennen das ja selbst, aber auch ich denke auch die, die nicht Let's Playen, werden es annähernd kennen, wenn es einfach um Games zocken geht. Es gibt ab und zu mal so Tage, da hat man irgendwie nicht so die Lust. Ich habe eigentlich grundsätzlich fast immer Lust auf Pflanzen gegen Zombies. Aber ich war nicht in der Aufnahmestimmung und bevor ich euch da irgendwas präsentiere, was keiner sehen will, habe ich es einfach ausfallen lassen. Entschuldigung für die, die sich gefreut haben und die gewartet haben, aber heute geht es wieder weiter. Ja, ich habe 0 Münzen, fällt mir gerade auf. Das finde ich allerdings etwas seltsam, weil ich bin mir sicher, dass ich noch ein paar hatte. Ich wollte ja nicht Münzen farmen und habe Piñata-Partys und sowas gemacht und wollte es eigentlich auch vorbereiten, aber irgendwie, keine Ahnung, muss was schiefgelaufen sein. Ich habe zurzeit generell gerne mal den Bug, dass ich die Piñata-Party auf dem Emulator mache, beim Let's Play und dann abends würde ich noch ein bisschen Geld farmen und kann plötzlich die Party nochmal machen und irgendwie ist das Geld dann irgendwie anders auf dem Emulator als auf dem Handy. Ich fürchte, da stimmt irgendwas mit der Synchronisation leider nicht ganz, aber egal, starten wir einfach bei 0, ist jetzt auch nicht schlimm. Wir werden mit der Piñata-Party weitermachen. Im Endeffekt ist jetzt eigentlich schon der 1.11. Deswegen finde ich es gerade ganz lustig, dass ich noch eine solche Party machen kann. Okay, wir dürfen nichts pflanzen auf diese Bereiche und wir dürfen da keine Zombies drüber latschen lassen. Und es ist ein Zukunftszombie dabei, das freut mich jetzt aber. Ach du Heiliger. Okay, naja gut. Wir werden unser Bestes geben. Den aber mit Düngereffekt, das hilft uns sicher sehr viel weiter. Wenn wir den mal dahin... Oh, hätte ich vielleicht anders hinpacken sollen. Nein, nicht so schlimm. Packt man den jetzt hier mal hier hin. Damit wir hier schon mal ein bisschen aufgeräumt haben. Okay. Dann sollte das alles gleich mal ein bisschen besser gehen. Den packt man hier hin. Die hätte ich lieber eins nach hinten gepackt, aber egal. Hilft jetzt nicht. Nicht so schlimm. Sollte in der Theorie möglich sein. Oh, gut. Oh nein, der latscht jetzt gleich drauf. Oh, ernsthaft? Oh nein. Ich hab nicht aufgepasst. Wir haben es versaut. Ich hab nicht aufgepasst. Und wir können sie leider nicht nochmal machen, weil wir kein Geld gerade dafür haben. Ja, ärgerlich, ne? Okay, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Den Düngeeffekt haben wir jetzt verschenkt. Und ja, aufgepasst habe ich auch nicht. Naja gut, da müssen wir jetzt leider damit leben. Vielleicht haben wir ja am Ende dieser Folge genug Geld zusammen, um das Level nochmal zu wiederholen. Und dann schlagen wir uns vielleicht ein bisschen besser. Hoffen wir es mal. Gut, schauen wir mal. Was haben wir denn alles Schönes? Okay, hier hätte vielleicht vorher reingehen können. Aber da ist jetzt eigentlich gar nichts Wichtiges dabei in dem Sinne. Die gießen wir gleich mal. Okay. Die will ich jetzt gerne mit Düngereffekt mitnehmen. Die anderen lassen wir mal. Ich soll das ja nicht immer machen. Ich soll die nicht immer mitnehmen. Sondern soll die nur so mitnehmen, wie ich sie brauche. Das machen wir natürlich dann jetzt einfach mal. Und dann gucken wir mal weiter. Und dann sollten wir das schon irgendwie schaffen heute. Gut, wir haben wieder so ein Speziallevel, wenn ich das richtig gesehen habe. Tatsächlich. Das heißt wahrscheinlich entweder Scrolling oder vorgegebene Pflanzen oder irgendwie sowas in der Art. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Mit den vorgegebenen Pflanzen. Tatsächlich. Haben wir das Level vielleicht sogar schon mal gemacht? Der Gargantua sieht so geil aus in dieser Welt. Ich finde den so toll. Okay. Schauen wir mal. Sollte ja irgendwie machbar sein. Ich hoffe es. Okay, Schnapper. Mit Schnapper arbeiten wir. Ist cool. Dann bin ich mal gespannt. Was ich komisch finde, ist, dass mir Leute gesagt haben, es wäre ein Update gekommen für die zweite Welt. Habe ich aber noch nichts gesehen. Aber das schauen wir jetzt dann mal gleich. Vielleicht habe ich es einfach nur schlichtweg übersehen. Das kann natürlich auch sein. Aber packt man die da hin. Bis hierhin kommt das Wasser. Das heißt, der Bereich ist schon mal safe. Sollte das ja alles ganz gut funktionieren. Natürlich wäre es vielleicht ganz gut gewesen, wenn wir die Schnapper weiter hintergepackt hätten, aber das stresst mich jetzt nicht, denke ich mal. Wir bekommen relativ wenig Sonnen, muss ich sagen. Aber gut, wir geben nicht auf. Schaffen das schon irgendwie. Hier werden wir mal einen Schnapper hin positionieren. Da werden wir vielleicht hier gleich mal das hier draufpacken. Der wird schon mal runtergeholt. Das ist auch gut. Pack mal den Schnapper hier hin. Das ist natürlich fast ein bisschen verschenkt, aber ist jetzt nicht so schlimm. Den holen wir hier hin. Ja,
Ja, es ist, ich glaube, das könnte schwierig werden. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und schauen einfach mal. Ach so, da braucht. Ach, Scheibenkleister. Oh, da kommt der erste schon. Das finde ich gar nicht gut. Komm, den lassen wir schnappen. Dann sollte das ja gehen. Dann sollte da ja. Komm bitte, schnapp den weg. Sag mir, dass du den wegschnappen kannst. Sag mir, dass du das kannst. Sag mir das bitte. Und der wird jetzt gleich gefressen. Scheiße, das ist schlecht. Ist das hinpacken? Dann frisst es nämlich jetzt den hier. Okay. Die hier. Das ist eine harte Nuss. Mach mal, was machen wir denn jetzt gegen die hier? Ich kann jetzt einmal den Notstecker ziehen. Oh nein, sind wir ja hier schon drüber. Oh. Weiß noch gar nicht recht, wie ich das Level schaffen soll. Muss ich gestehen. Ich noch gar keine Ahnung. Bräuchten viel, viel mehr Sonnen. Bräuchten viel, viel mehr Sonnen, dass wir hier überhaupt eine Chance haben. Viel, viel mehr bräuchten wir. So, hier haben wir das Nüsschen. Gut. Okay. Hier. Dann schnappt er den schon mal weg. Komm, schnapp den doch weg hier endlich. Oje. Oje. Ah, ich hätte die hier hinpacken. Nee, muss ich nicht. Lass mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Kann's ja nie wissen. Oh nein, diese Lane ist jetzt. Oh, die Lane ist verloren im Endeffekt. Nein, ist sie nicht. Doch, ist sie. Schnappst du den noch? Bitte schnapp. Oh, gut. Oh, ich weiß nicht, wie ich die schaffen soll. Nee, schaffe auch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Huch, meine Brille fliegt irgendwie da auseinander. Das heißt, ich sehe jetzt dann gleich wieder nichts mehr. Ach, Scheibenkleister. Heute geht da aber irgendwie alles schief, oder? Ich werde das jetzt mal hier beschleunigen, beziehungsweise... haben wir hier irgendwas? Ja, wir haben was. Speichern und beenden. Eigentlich Neustart, aber egal. Ah, jetzt fliegt mir die Brille gleich auseinander. Ich hasse das. Mir fällt immer eine Schraube raus zur Zeit auf der Seite und dann fällt mir das Augenglas auf der linken Seite raus. Ausgerechnet das Auge, wo ich am wenigsten sehe. Ah, gut, dass die neue Brille schon bestellt ist. So, nehmen wir das jetzt nochmal mit. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt eine Chance haben. Können wir eigentlich... Ist eigentlich diese Ghost-Pflanze noch im Shop? Ja, das werden wir dann schon sehen. Wir können sie momentan sowieso nicht kaufen. Also kann es uns ja im Moment eh egal sein, ob die noch im Shop ist oder nicht. So, Neustart. Und dann gucken wir mal, ob wir da jetzt eine Chance haben mit der Pflanze. Ich habe auch zur Zeit oft das Problem gehabt, dass es irgendwie so geheißen hat, so nach dem Motto, ja, guck mal, hier, da ist Pflanze und die kannst jetzt ausrupfen. Und ich denke mir so, ja, alles klar, alles super, alles toll, alles klasse. Und dann will ich die Pflanze aus dem Korb nehmen. Und heißt ja, du hast bereits einen Düngereffekt von der, was aber Schwachsinn ist, weil du hast die Pflanze immer nur einmal im Garten. Aber naja. Ich hole die ersten jetzt erstmal nochmal so weg, damit wir mehr Sonnen holen können. Weil es ist natürlich blöd, weil wenn das Wasser auf einmal steigt, dann haben wir ein Problem. Aber ich riskiere es jetzt einfach mal. Ich riskiere das. So, hier gleich mal aufhalten. So, Taucher halten wir auch auf. So, ah, da habe ich jetzt schon wieder nichts mehr zum Safen. Jetzt kommen die hier schon wieder durch. Oh, das ist auch so, ist es auch nicht unbedingt die beste Idee gewesen. Aber gut, schauen wir mal. Schauen wir mal. Der kann die trotzdem niederbomben. Was bringt mir da der ganze Düngereffekt, wenn er die dann trotzdem niederbomben kann? Sag mir das mal einer. Wie soll man das denn dann schaffen? Da wirst du doch wahnsinnig. Es tut mir leid, aber da vergeht einen echt manchmal die Lust auf das Spiel. Oh. Ja, hilft nicht. Da drüber. Da drüber rädeln. Mir jetzt wurscht. Oh, wir müssen das irgendwie schaffen. Müssen die Surf-Zombies einfach immer erst holen. Weil die holen, haben wir das Problem schon zumindest ein bisschen beseitigt. Bisschen. So, Nüsschen hier drauf. Die schnappt er hier nicht. So, jetzt holen wir hier schon mal einen weg. Und der andere wird weggeschnappt. Ist auch schon mal ein Vorteil. So, jetzt brauchen wir mehr Sonnen. Können wir nämlich hier schon mal hinpacken. Okay, komm, lass uns hier mal den Dünger gleich mal auspacken. Und hoffen, dass es uns was bringt. Hier das Seerosenblatt hinpacken. Okay, das hat uns was gebracht. Ja, ich weiß, es wird mir jetzt nicht viel bringen. Wobei, ach, der ist durchgesurft. Dann können wir den wegziehen. Oh, Gott sei Dank. Den können wir wegziehen. Okay, okay. Wir können es schaffen. Irgendwie. Ich weiß auch nicht wie, aber wir können es schaffen. Hoffe ich. Okay, schneller, Leute. Schneller. Wir brauchen mehr Sonnen.
viel zu wenig Sonne, das ist mein Problem. Oh, so, 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 okay, dicht. Okay, wir brauchen jetzt Sonnen, so schnell wie es geht. Mehr Sonnen. Den niederziehen. Die zwei halten jetzt erstmal kurz auf. Wir müssen jetzt hier die Stellung halten. Okay, mehr Sonnen, schneller, Leute. Das muss schneller gehen, das muss viel, viel schneller gehen. Viel, viel schneller muss das gehen. Ansonsten holen wir uns einfach nochmal eine Sonne dazu. Die Nüsschen können wir zur Not auch nochmal ausbauen. Okay, okay. 200 Sonnen brauchen wir. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir hier auch gleich nochmal. Dann werden wir... Ja, warten wir noch. Da warten wir noch. Wenn das erste Nüsschen down geht, können wir da gleich nochmal nachbessern. Hm. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So. Okay. Nicht viel gebracht, dass ich das da hinten hingepackt habe. Aber gut, man kann es ja schon mal versuchen. Der Schnapper kann uns auch noch mal ein bisschen gute Dienste erweisen, wenn alles gut läuft. Oh, ich habe so Angst, dass wir das Level wieder verbocken. Wir müssen das Level schaffen. Da unten ist... Oh, da unten haben wir jetzt Probleme. Lass die Schnappen jetzt, lassen wir mal den Schnapper auspacken und der schafft es nicht. Der schafft es nicht, der Schnapper. Der schafft es nicht rechtzeitig. Ach, Gott! Leute. Leute, wir müssen diese Lane hier schützen. Oh, und wir haben auch nicht genug von dem anderen Gedöns. Okay, da ist dicht, da ist dicht. Die beiden Lanes sind halt die, die wir beschützen müssen. Und die müssten wir von den Surfbrettern holen. Aber das schaffen wir nicht. Und jetzt kommt der Gargantua auch noch. Ich glaube, ich schwimme. Wir müssen im Endeffekt mit diesen beiden Lanes deffen. Wenn wir die beiden Lanes deffen, dann haben wir das ganze Level geschafft. Das ist alles, was wir schaffen müssen. Ich beschleunige mal, weil ich das kann das nicht ab, wenn es so langsam ist. So, jetzt noch. Okay. Gut. Okay. Dann haben wir hier dann jetzt gleich einen Dünger, wenn alles gut läuft. Und dann schaffen wir es. Zwar vielleicht nicht auf die beste Art und Weise, aber wir haben es dann geschafft. Und geschafft ist immer noch besser als nicht geschafft. So, fetzt er durch. Die erreicht er nicht, schade. Gut, hier, zack. Okay, dicht gemacht. Gut. Oh, ey, das ist ein Stress, dieses Spiel teilweise. Ich weiß, wir haben die ganzen Rasenmäher dafür jetzt benutzen müssen, aber wir schaffen es wenigstens. Und das wird halb kaputte Brille. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich mache hier einen Stress mit. Wisst ihr das? Ich mache hier echt einen Stress mit. So. Hier. Der auch noch was zu schnappen bekommt. So. Oh Gott. Geschafft. Aber frage nicht wie. Frage nicht wie. Oh, okay. 3500 Münzen. Oh, wie schön. Oh, wir könnten die Piñata-Party nochmal versuchen. Ohne Düngereffekt könnte es zwar vielleicht ein bisschen schwierig werden, aber vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Oh, gut, auf die bekommen wir den nächsten Düngereffekt. Ach, bin ich froh. Ach, bin ich froh. Eigentlich müsste ich noch ein kleines bisschen durchfarmen, damit wir das hinbekommen. Was kosten die eigentlich? 50 kosten 5 Euro und es gibt keine geringere Sache, dass man irgendwie nur 2 Euro zahlt und nur ein paar bekommt. Das ist ärgerlich. Ich habe aber auch gar keine Lust, jetzt irgendwie so viel Euro auszugeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Piñata-Party ist da. Okay, neuer Versuch. Die machen wir jetzt nochmal. Vielleicht bekommen wir da noch ein paar Edelsteine. Wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass wir die Piñata-Partys machen. Sonst haben wir im Endeffekt auch gar keine Chance. Das ist ja das Riesenproblem. Aber wir sollten das schon schaffen. Sollte nicht das Problem sein. Es müsste machbar sein. So, okay. Muss die fast hier hinsetzen. So, okay. Und jetzt wirklich ganz strukturiert vorgehen. Das bedeutet... Die ist gefährlich. Die Lane ist auch gefährlich, aber den schalten wir vorher noch aus. Okay. Das schaffen wir. Und bevor ich es riskiere, werden wir hier einmal ausgeben. Okay. Jetzt ist es nur noch halb so gefährlich und jetzt können wir es auch schaffen. Alles klar. Jetzt schaffen wir es. Jetzt gibt es hier keine Probleme mehr. Jetzt gibt es hier null Probleme mehr. Und selbst wenn, dann gehen wir noch mal ein kleines bisschen Münzen aus. Aber jetzt dürfte es echt nicht mehr schwierig sein. So, die nehmen nämlich jetzt alle schon so viel Schaden. Das Einzige ist, jetzt hier will ich noch einmal aufräumen. Okay. Den packen wir. Na komm, packen wir da hin. Ja, wir machen noch mal. Oh, 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 oh. Gut, der ist noch ausgeschaltet worden. Okay, gut. Die hier unten machen mir echt Sorgen. Aber die sind gar nicht so schlimm. Ich dachte, dass die voll schlimm wären. Die sind gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Okay. Bevor mir eine Pflanze in Gefahr gerät,
nutze ich Dünger. Passiert aber nicht. Alles klar. Dann können wir hier die jetzt weiter zum Deffen hinstellen. Und die dahin. Und dann dürfte es jetzt nicht mehr schwer sein, weil jetzt müssen die schon ziemlich weit durchkommen, dass es noch klappt. Jetzt müssen sie echt weit durchkommen und ich glaube nicht, dass sie so weit durchkommen. Da geben wir denen jetzt auch ein paar Pflanzen als Kanonenfutter. Dann klappt das schon. Okay. Da kommen jetzt überall noch Kanonenfutter. Hier müssen wir jetzt den Dünger anwenden, damit die hier oben down geht. Gut. Die hier wieder als Kanonenfutter anwenden. Müssen wir machen, sonst haben wir keine Chance. Da müssen leider Pflanzen sterben. Oh Gott, oh Gott. Hätte ich beinahe übersehen. Das wäre nicht so feierlich geworden. Hier, Kanonenfutter. Kanonenfutter. Okay. So, nochmal. Dünger anwenden. Läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Läuft gut. Und das sind jetzt auch schon die letzten. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich nur noch deffen. Dann haben wir diese Piñata-Party geschafft. Und dann können wir einfach nur noch hoffen, dass wir naja, wir schon was bekommen. Dias. Okay. Läuft gut. Hier deffen. Nächste Pflanze bekommt der hier, damit die gar nicht so weit vorkommen. Die brauchen ja eh ein schönes Bällchen. Bis sie die Pflanzen immer zerstört haben. Und die nächste. Und die nächste. Okay, ist der letzte. Oh, 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 oh. Huh, huh. Knapp, 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 knapp. Oh, gut. Huh. Haben sich die 1000 Münzen ja rentiert. Wir haben zwar jede Menge Münzen jetzt auch dafür ausgegeben, aber wir sind trotzdem letzten Endes aus der Folge mit Plus rausgegangen. Ist ja auch schon mal was. So, Powerstromstoß, Powerschnee. Oh, wir haben keine bekommen. Schade. War aber auch irgendwo klar. Okay. Puh. Zurück zur Karte. Wir haben es geschafft. Aber frage nicht wie. Eine sehr chaotische Folge, wie ich finde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.